Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich mache heute mal wieder meine Division Rivals und Weekend League Rewards. Hole ich die ab. Und ja, jetzt hat es halt gut gelohnt, weil es sind ja noch die Best-of-Packs in den Packs halt. Und ja, dann würde ich sagen, hole ich sie mal ab. Also 50k nehme ich einfach mit. Wie immer die Coins. Und aber was ich nicht verstehe, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, warum EA eigentlich noch, oder warum EA noch so lange Team of the Weeks gebracht hat. Naja, ich würde sagen, ich zeige euch nochmal mein Team. Den habe ich ja am ersten Tag aus dem 125k-Pack gezogen mit Nacho von diesem, also zwei von diesen Kartentypen. Nacho von Real. Und Omar Abdulrahman, bester Mann, ein Spiel, vier Tore. Habe ich mir einfach aus Fun gekauft. 5 Sterne Skills. Ach, Bruder. Der ist Beinspieler. Und ich versuche am Ende dieses Team zu bauen. Aber das kann ich wahrscheinlich jetzt schon wieder vergessen, da ich jetzt im Urlaub wäre. Und ja, Davinson Sanchez werde ich dann nicht bekommen, weil 2 Wochen fehlen ist nicht so lecker. Deswegen, ja, werde ich mal schauen müssen, was ich dann baue. Aber ich will versuchen, hier Aurier und so zu behalten. Davinson Sanchez hat ja noch zum Glück die andere UCL-Karte, die hier, glaube ich, sogar noch. Oder? Weiß ich nicht genau. Und ja, dann würde ich sagen, gucke mal, was bei der Food Champions Rewards drin ist. Gold 3 wiedergeholt. Hätte noch wahrscheinlich Gold 2 holen können. Also ich hatte noch irgendwie 8 Spiele oder so. Aber wollte einfach nicht mehr weiterspielen. Und ich weiß noch nicht, ob ich mich für die Weekend League nächstes Mal qualifiziere, weil ich ja, wie gesagt, am Samstag fliege ich um 4 Uhr nachts nach Italien. Und ja, dann könnte ich halt nur Freitag spielen. Muss ich nur mal gucken. Auf jeden Fall geht es los mit dem ersten roten Spieler. Let's go. Oh, Quagliarella. Geil. Er ist nicht schlecht, ja. Den nehme ich definitiv mit. Alter. 4-4 sogar, lol. Der sieht gut aus. Komm, nix direkt hinterher. Easy. 96er und 95er. Digga, was? Ibrahimovic und Quagliarella. Aber der Typ hat es nicht verkauft. Geht sie nochmal auf den Markt. Halt dein Maul, Bruder. Einfach fucking Ibrahimovic gezogen. Und Quagliarella, Bruder, ich könnte mein ganzes Team umbauen. Ja, was ist das? Ja. Da muss ich aber nochmal groß überlegen, ob ich nicht doch Weekend League spiele, wenn das so gute Dinger sind. Alter. Moin. Digga, was? Ich kann gerade nicht reden, Alter. Ja. Ibrahimovic gezogen. Wollte ich unbedingt mal haben, Digga. Jetzt haben wir noch die anderen Packs. Digga, was soll denn da noch kommen? Ein 50k-Pack, glaube ich, und 2 Megapacks. Also 2 35k-Packs. Komm schon.
Walkout? Walkout? Hey, dieses FIFA macht unglaublich Spaß, ey. Good Birthday. Witzel. Geil. Ah. Der ist nicht mehr so viel wert. Egal. Ich liebe mein Leben. Er ist nur noch 30k wert. Renato Sanchez. Jetzt ein Aua. Also Packs würde ich sagen laufen. Zicker. Ich werde mich ja mal sowas von für die nächste Weekend League qualifizieren, auch wenn ich nur bis, keine Ahnung, maximal Silber 2 oder sowas komme. Lol. Komm, direkt noch eins hinterher. Ich hab so Bock. Ah, kein Walkout, Mann. Aua, kein Schlitz. Matthias Winter. Digga. Komm, 50k-Pack. Walkout. Oh, ich hatte so kurz Hoffnung, Digga. Ich hatte so kurz Hoffnung. Wenn da Ronaldo gekommen wäre, dann wäre ich aber um 355 Grad rumgehopst hier. Digga, wie geil ist das denn? Alter, wie geil. Einfach Ibra und Bagliarella gezogen, Digga. Besser kann es nicht laufen, würde ich sagen. Ich würde sagen, Freunde, mit diesem Anblick können wir gerne mal das Video an dieser Stelle auch beenden. Lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch dafür, die beiden Spieler hier allein. Und könnt gerne kommentieren, wen ihr so gezogen habt. Also ich bin definitiv zufrieden. Und würde ich sagen, oh lol, einer ist verkauft. Easy. Würde ich sagen, bin ich raus. Danke fürs Einschalten und ciao.